Live aus der Arena der Androiden senden wir nun die nächste Runde des D-Rank-Kampfes. Mit dabei unsere Tubi, die beim letzten Mal beinahe den Sieg errungen hätte. Hätten wir es fast geschafft, liebe Freunde, aber... Ja, komm, das brauchen wir jetzt nicht. Leider haben wir ganz zum Schluss noch mal ein bisschen was auf der Umme bekommen, weil wir uns halt etwas in die Mangel haben nehmen lassen. Vielleicht war ich da ein wenig zu unvorsichtig. Au. Okay, ein bisschen aufpassen muss ich aber doch. Anvisieren, danke. So, die müssen, wie gesagt, die komischen Laserpointer hier, die müssen als erstes weg. Am liebsten. So. Nummer 1. Einer ist hier noch einer von den Kleinen. Der kommt gerade angekackert. So. Jetzt kommt die zweite Runde. Ich bin ein bisschen konzentriert. So an sich. Wow. Das wird knapp. Dürfen wir nicht verwenden, alles klar. Wir müssen hier gerade mal eben dringend einen von denen erledigen. Bitte, 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 komm schon. Ja, oh, Gott sei Dank. Die nerven schon ein bisschen, diese Kreiselviecher. Au. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hier scheinen nur noch die beiden da. Na schön. So, einer erledigt. Bleibt nur einer. Komm schon. Halt mal hier. Jawohl, endlich mal einen davon kaputt. Zwei kaputt. So, jetzt habe ich dich. Bam! So. So, und jetzt muss ich aufpassen, die letzte Runde, die sieht einfach aus, ist er aber nicht. Beide im Blick behalten.
wenn der eine weg ist, ist es schon mal ganz gut. So. Nummer 1. Der macht wieder den Hubschrauber. Warum springt die denn nicht? Na komm schon. Er ist fast down. Jawoll. Easy going. Mal gucken, was gibt's diesmal Schönes? Glückwunsch, jetzt belohnt für deinen Sieg in der D-Klasse. Wüstenrose, edle Ohrringe, schönes Halsband, Maschinenkern. Okay, wieder ein paar Dekorsachen, finde ich nice. Hast du gerade diese Maschine gesehen? Ja, diese dumme Maschine hat um ihr Leben gebettelt. Nicht, dass ein solcher Haufen Schrott es wert wäre, darum zu betteln. So, ein Gegenstände. Haarfarben. So, was haben wir denn noch Schönes bekommen? Maschinenmaske. Blaue Schleife, die hatte ich vorher schon. Elite Qualitäts- und Stempelkarte, Maschinenteil, Zahnbürste, Menschenwerk, Gedächtnischip. Hä? Achso, das waren keine Dekorsachen. Wüstenrose, edle Ohrringe. Können verkauft werden. Achso. Einfach nur Sachen zum Verkaufen. Nur Interesse halber, nächste bis 5, auf 45. 50? Genau, damit lassen Sie mich wissen, wenn Sie die Meinung ändern. Alter, 50. Ist ein bisschen übertrieben, oder nicht? Aber gut, haben wir das zumindest schon mal. Bei der Prüfung der Sande möchte ich ehrlich gesagt noch nicht rangehen, auch wenn die halt für dasselbe Schwierigkeitsgrad, für denselben Schwierigkeitsgrad war, aber da ist eben das Problem ohne Ausweichen. Und man hat gerade gesehen, gerade bei diesen Wirbelviechern, wie wichtig das Ausweichen ist. So, und die können wir mal gepflegt sonst wo runterrutschen. Ich bin immer noch gewohnt, die Sachen manuell aufnehmen zu müssen. Ich gucke jetzt einfach nochmal. Ich glaube, in einem Gebiet, wo wir die unsichtbaren Gegenstände gefunden haben, spawnen keine neuen unsichtbaren Gegenstände. Nice to know. Nix. Vielleicht noch ein paar Perlen, die wir hier irgendwo aufnehmen können. Perle. Schwerkupfererz, alles klar. So, dann einmal kurz schnell speichern. Und dann würde ich ganz gerne mal gucken, was es da in der Wüste gegeben hat. Weil Wüstenregion Mitte. Da porten wir uns mal eben hin. Komische Rotieren, die sowohl da rechts auf dem Automaten sah so ein bisschen aus wie, wie so ein Virginia aus The Forest. So, das ist wieder dieses dicke Schwein. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Kartenmodus. Hier. Nein, das wollte ich. Gut. Welche Richtung ist das denn? Ach, da. Hab ich gesehen. Hui.
Kupfererz, Kapazität voll. Na toll. Vor allem, warum sollte es eine Aufgabe hier mitten im Nichts geben? Und wer bist du? Pass doch auf, wo du hintrittst. Wir könnten uralte Relikte direkt unter der Oberfläche vergraben sein. Ich erforsche die alte Welt. Du bist von Jura, richtig? Wenn du in der Wüste etwas findest, das nach einem Relikt aussieht, kannst du mir das dann bringen. Kannst du mir das dann bringen? Fragezeichen. Das sollte auch nicht zu deinem Schaden sein. Wir haben der Vergangenheit angenommen. Okay. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Final Fantasy X2. Searching for relics in the desert without assistance might prove difficult. Proposal. Unit 2B should use the dynamic scanner. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy X2 in der Bicanel-Wüste. Wie soll man denn sowas finden? Mit dem Scanner. Die sind ja lustig. Schlägt nichts aus. Ich will das einfach nochmal exemplarisch probieren. Nichts. Einfach nichts. Ah, okay. Ah, was haben wir denn hier? Sammlerkönig, 10.000 Gold erhalten. Okay. Ist zumindest schon mal gutes Geld. Aber leider kein Relikt. Das ist ein Eisenerz. Laufen ein paar von den Maschinen rum. Ein paar sehr viele, finde ich. Zerrissenes Buch. Ah, okay, hier ist irgendwo was. Hier. Gehen auf der Plus. Aua! Hör mal! Ich bin hier gerade am Suchen, ja? Du kleiner Level 6 Gegner brauchst du dir gar nicht auf den Piss zu gehen. So. So, wo ist es? Hier wird schwächer. Wo war das denn jetzt gerade? Irgendwo hier muss es doch sein. Ah, da ist es. Gegenstände erhalten, seltsame Lithografie 2. Old World Material obtained. Hypothesis. Said material is likely a relic from an ancient civilization. Ja, dann bringen wir sie nochmal wieder. So, nebenbei kann ich hier nochmal ein bisschen weitersuchen, während ich mich auf den Weg zu ihm mache. Verjetzt ist voll. Thank you.
weiß gar nicht, wie viel wir machen müssen, um diese Quest abzuschließen. Hier schon wieder Kupfererz. Wieder Kupfererz. Ich glaube, ich müsste mal auch ein bisschen was verkaufen. So, erstmal hier. Ha, eine Steintafel, aus der Gesetze notiert sind. Das ist definitiv eine Belohnung wert. Das ist allerdings auch nicht die einzige Tafel dieser Art, die wir gefunden haben. Ich glaube, die Nation, die hier früher lebte, hatte sich unglaublich viele Regeln auferlegt. Und je mehr ihre Zivilisation sich ausbreitete, desto mehr Regeln wurden aufgestellt. Und am Ende war ihr Leben völlig reglementiert. Eine totale Öde, wenn ihr mich fragt. Wenn du noch mehr Relikte findest, dann bringen sie mir unbedingt. Technikbuch 5000 Gold, 1000 Erfahrung. Ah, gut. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier durch die Wüste rennen und Schätze finden. Also ich glaube, da gibt es sicherlich interessantere Aufgaben in diesem Spiel. Würde ich jetzt mal behaupten. So, natürlich wieder Kupfererz. Ja, natürlich. Vielleicht wäre es ja auch interessant, mit dem Schweinchen hier zu reiten. Können wir uns einfach so auf das Schwein draufsetzen? Ich probiere mal eben was. Das kriegen wir hin. Problem ist, ich kann allerdings den Scanner noch nicht einsetzen. Also das funktioniert leider nicht. Schade. Okay, machen wir irgendwann mal. Muss nicht unbedingt jetzt sein. Auf der anderen Seite, wir haben schon fast die Folge wieder rum. Dann würde ich sagen, komm. Wir suchen jetzt noch mal ein paar Minütchen nach Relikten für den Rest der Folge. Und dann starten wir in der nächsten Folge erst mit den neuen Sachen. Bling. Bling. Na toll. Hey, ist ja echt Wahnsinn. Haben wir hier drauf Gold, wow. Hey. Ist hier irgendwie was? Erholung. Ich kann ja mal bei der Oase suchen. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ein Schwein. Die stehen immer schon bereit neben den Speicherpunkten. Ein Wörterbuch. Noch ein Wörterbuch. Kupfererz. Ist das hier etwas mehr ausgeschlagen? Kann man hier hoch? Glaube ich. Ja, vielleicht hier. Ja, hier kann man hoch. Wen haben wir denn hier? Junge Soldaten. Hm? Drogen? Die haben eine interessante Wirkung. Ach so, die ist das. Ah, stimmt. E-Droge. Generiert zufällige Effekte. Danke, ich werde. So, sonst irgendwelche Sachen. Was hat sie hier? Diese Droge, so wunderbar. Es fühlt sich so toll an. Drogen, mehr Drogen. Ich kann nicht aufhören zu kämpfen. So schön.
Analyse. Das ungewöhnliche Verhalten der Einheit hängt direkt mit dem stimulierenden Wirkung der Kampfsubstanz zusammen. Sie missbrauchen das Zeug. Vielleicht ist ihr Leben ohne die Substanz auch einfach nur zu hart. Kann ich ja nicht angreifen? Nein. Wäre auch ein bisschen hart. So, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts. Nein. Au. Eigentlich wollte ich den Pott einsetzen. Gut, da haben wir nochmal eben hier so einen Drogenbunker aufgedeckt. So, ich glaube aber ansonsten werde ich nicht allzu viel finden. Ich glaube, heute ist mir das Glück nicht so hold. Maschinen lasse ich mal ihrer selbst. Ein bisschen die Ränder erkunden. Aber keine Ahnung, ob was eher am Rand oder eher in der Mitte verborgen liegt. Vor allem gehört die Wüstenstadt auch noch mit dazu. Ich hoffe nicht. So, erstmal hier ist noch eine Tour. Ein bisschen mittlere Erholung, okay. Noch was? Technikbuch. Da hinten noch etwas. Alte Maske. Ob uns eigentlich heiß wird hier die ganze Zeit beim Rumlaufen? Das ist das Buch, also wir finden immer so ein bisschen Gedöns, aber das Goldene vom Ei, jetzt ist es nicht wirklich. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Eisenerz. Schade, dass wir auf dem Schwein das nicht aktivieren können. Das wäre irgendwie schön. Dann könnten wir nämlich hier die ganze Zeit schnell rumlaufen und trotzdem erkunden. Ah, okay. Ich glaube, wir nähern uns wieder was. Was haben wir hier? Schmutzige Maske. Jawoll. Hypothesis. Scent material is likely a relic from an ancient civilization. Silbererz. Ich habe gar nicht gesehen, dass da überhaupt was lag. Ja, aber zumindest haben wir noch mal eine Sache gefunden. Das ist schön. So, hier kommen wir, glaube ich, wieder in die Sandsturmlegion. Hier ist noch eine Truhe. Kleine Erholung. Wir einen Weg durch diesen Sandsturm finden. Vor allem, wir prallen da ab wie an so einer Wand. Hier geht's auch nicht weiter. Bin ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe einfach immer nur. Hier sind ja so ein paar von den komischen Fratzen.
Ich wollte eigentlich nochmal versuchen, zumindest in die Richtung von dem in der Oase da hinten zu kommen. Ja, ich glaube, das wird nix. So, wo muss ich denn hin, um zu den... Ist das der Typi oder ist das die Prüfung der Sande, die wir hier hinten haben? Ich glaube, das ist der Typ. Guck mal, erst ist voll. Dann gehen wir das zumindest schon mal eben ab. So, guten Tag. Ach, das ist ein Wunder. Das ist einfach wunderbar. Lass mich dich dafür entlohnen. Das ist eine Art Maske. Der Form nach zu urteilen, wird sie wohl von einer Frau getragen worden sein. Der Legende nach wurde die Nation, die hier früher lebte, ziemlich plötzlich ausgelöscht. Offenbar gibt es einen Zusammenhang mit dem Tod eines geliebten Königs. Vielleicht gehörte diese Maske einer Prinzessin oder dergleichen. Wenn du noch mehr Relikte findest, dann bring sie mir unbedingt. Technikberufung, Erfahrung, okay. Immer das Gleiche. So, und dann gehen wir jetzt nochmal eben zurück zum Speicherpunkt. Ich, wie gesagt, also die Folge wollte ich ja eigentlich nochmal nutzen, um ein bisschen was zu suchen, aber das sollte ja nicht auf ewig so weitergehen. So, wieder Kupfererz. Muss ich definitiv verkaufen. Zumindest ein Teil. So. Dann würde ich mal eben sagen, Transport, Widerstandslager. Wir können ja ohnehin nicht zur Fabrik. Das Schwein. Komische Tiere. Und dann auf jeden Fall jetzt mal ein paar Kupfererz eben verkaufen. Damit wir da auf Nummer sicher gehen können. Also, dass wir wieder welche sammeln können, meine ich. So, Sop, willkommen, hier gibt es eine gute Sachen, verkaufen. So, wo haben wir denn Kupfererz? Da, 25 Gold pro Stück. Oh, so 50 Stück, toll, 1250 Gold, hey. Wahnsinn, ist ja richtig viel Geld, was wir hier kriegen. Apropos, wir konnten doch auch ein paar Sachen verkaufen. Wendiges Gerät, Powerteil, K, Baumsaft, Adler, zerrissenes Buch, bla bla, tristes Armband, die Sachen waren das, glaube ich, hier. Kann verkauft werden, ja. Keilerfleisch, also im Prinzip das. So, 3500. Dann haben wir tristes Armband, Verlangen ohne Emotion. Errungenschaft freischalten, okay. Vom Menschen kann verkauft werden. Hier nochmal 8000 Gold. Schönes Halsband. Gibt 10.000 Gold. Edle Ohrringe können verkauft werden. Bringt 20.000 Gold. Geil, was wir hier für Schätzchen noch hatten. Gewachsenes kann verkauft werden. 15.000 Gold nochmal für die... Huch. Eine alte Maske. Bringt 22.500. Maschinenkern kann gegen Geld getauscht werden. Ein Teil eines speziellen Maschinenwesens. 10.000 Gold. 90.000 Gold. Kann gegen Geld getauscht werden, aber es bringt ja was. Geil. Kann verkauft werden, Killifisch. Ja, die Fische würde ich ganz gerne erstmal behalten. Aber die sind im Prinzip eigentlich besser mehr dafür gedacht, dass man Geld macht. Bis demnächst. Ist überhaupt noch Geld? Gut. Schnell, oh, so viel Geld. Kurz eine Runde speichern. Oh, am Ende richtig fett Asche gemacht. Ja, liebe Freunde, dann war es das für die heutige Aufnahmesession. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie, ja, wir haben mal wieder ein bisschen Überlänge in dieser Folge. Ja, hat das Sammeln doch noch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und ja, 9S ist gefunden, muss aber noch repariert werden. Wir haben jetzt den Auftrag, in die Fabrik zu gehen und dort uns mit den hiesigen Belegschaft, fast der Controller weggefallen, mit der hiesigen Belegschaft ein wenig anzufreunden. Pascal hilft uns dabei. Ah, der hat ja sowieso nichts Besseres zu tun und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, was noch so passiert. Ich ärgere mich immer, dass die Missionen abgebrochen sind.
Bis dahin, liebe Freunde, und adios, amigos.